Wie komme ich denn da hin? Ja, ich weiß, wie ich da hinkomme. Ich weiß, wohin es geht. Das habe ich eben übersehen, ich Idiot. Iskayawai beendete den Krieg, indem er beide Seiten einte. Doch ihr Blut war weiterhin in Wallung. Um die Kämpfer zu beschwichtigen, musste jemand bestraft werden. Yawai trieb die Kaufleute zusammen, die man für den Konflikt verantwortlich machte, und opferte sie. Aha. Ein Sündenbock? Mensch, das geht doch nicht. Das könnt ihr doch nicht machen. Ja. Na gut, machen die Menschen hier heute immer noch. Suchen irgendeinen Sündenbock. Wiegen Kämpfer auf für irgendwas, für irgendwelche Rebellionen. Und wenn man dann merkt, okay, ich krieg die Leute nicht mehr beruhigt, sucht man den Sündenbock oder erweitert einfach mal einfach sein Opfergebiet. Beziehungsweise sein Beutegebiet, dass die Jagd nicht aufhört. Tja, so ist das. Menschen sind heute noch so. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Warte mal. Ist das hier? Ich guck einfach mal. Da fehlt noch ein Dokument. Wenn ich es schon auf der Insel, wenn ich schon auf der Map hab, dann kann ich es auch irgendwie nach da. Die Frage, komme ich da überhaupt hin? Warum ist das Ding ab? Ich habe das doch... Ich hinterfrage es nicht. Aber da muss es doch irgendwie hingehen. Ich bin doch schon fast nah dran. Vielleicht da runter. Geht's hier irgendwo ran? Nö. Gut, dann war es nicht hier. Vielleicht komme ich hier. Ich glaube, ich weiß, wo ich lang muss. Nicht hier in dieses Gemälde, nicht hier in dieses Grab. Ich hoffe, ich kann euch noch so ein bisschen weiterhin unterhalten. Ihr seid relativ still in letzter Zeit. Macht aber nichts. Wie gesagt, je stiller ihr seid, desto mehr glaube ich zumindest, dass ich es für euch richtig mache. Wenn nicht, muss man halt den Mund aufmachen, ansonsten kann ich nichts riechen. Och, Lara, komm! Drei von vier, super! Und kann den ganzen Kram auch nochmal einsammeln. Wunderbar. Noch eine kurze Frage, diese Streams von Lara, die wir hier machen, ja? Hättet ihr Bock, die auch als Let's Play-Videos zu haben? Dann würde ich die euch nämlich nochmal... Wie gesagt, downloaden tue ich sie alle. Aber bevor ich jetzt großartig... Gut. Weil wie gesagt, beim letzten Mal habt ihr es ja gesehen.
Es ist sehr anstrengend und sehr zeitaufwendig, diese die Videos dementsprechend zurechtzuschneiden und dementsprechend neu zu rendern. Unbekanntes Gebiet. Nice. Hier ist irgendwo ein Wandgemälde. Das Überlebensversteck ist da. Okay, wo ist das Wandgemälde? Was ist hier unten? Ist nicht so was Leckeres. Wow. Ein Fertigkeitspunkt. Ich weiß echt nicht, was ich nehmen soll. Was haben wir denn hier? Beute der Krähe. Schalten Sie den Kauf von Munitions- und Ressourcentaschen mit großer Kapazität bei Händlern frei. Oh ja, da hätte ich gerne. Aber drei... Puh. Ein Upgrade verfügbar. Ja, können wir machen. Warte mal, haben Hammer. Gut. Und hier? Feinde brauchen länger, um Lara zu entdecken und als Bedrohung zu identifizieren. Regeneration, Gesundheit regeneriert sich in Kampfpausen schneller. Nice. Aber ich bleib trotzdem erstmal hier bei dieser Kluft. Super. Klingen sind nie stumpf. Ist halt die Frage, will ich da runter? Eigentlich nicht. Überlebensversteck ist wo? Da oben irgendwo. Ich habe keine Ahnung, ob ich da nochmal hinkomme. Komme ich da dran? Ganz vorsichtig. Ganz. Au! Uha! Es muss einen Ausgang geben. Das wird lustig. Wie? Ich komme doch hier zurück. Jo, was ist das hier? Bleibt es so? Das Tor ist offen. Jetzt muss ich darüber kommen. Jo, das weiß ich, Schätzchen. Okay, hier komme ich nicht hin. Das Deutsch muss hier drüber. Nein, so weit runter wie es geht. Und jetzt nach vorne. Ich hab's geschafft. Fragt mich nicht wie, aber ich hab's getan. Supi. Ich könnte hier natürlich jetzt durchrennen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt möchte ich das erstmal wirken lassen. Keine Ahnung, wie lange wir schon
Es muss einen Weg geben, das Tor zu öffnen. Wow, wow. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Sieht er das? Holy moly, yo. Ich werde hier, wenn mich so ein Ding berührt, nicht einen Weg geben, das Tor zu öffnen. Direkt tot. Die Arme müssen irgendwie nach oben. Weg geben, das Tor zu öffnen. Oben. Okay. Scheiße. Ach, das hat gar nichts bewirkt. Ja, das kriegt. Es muss einen Weg geben, das Tor zu öffnen. Man muss die Maschine anhalten können. Die Totemarme sind jetzt verschränkt. Super. Ja, jetzt die andere Seite. Das war knapp. Ich muss auf den äußeren Weg. Ja, ich weiß. So, die bewegen sich ja zum Glück noch nicht. Noch nicht. Haha, lass mich raten, beim Zurückgehen bewegen die sich. Ich hinterfrage es auf den äußeren nicht. Weg. Ich muss auf den äußeren Weg. Jo. Äußeren Weg ist die Frage, muss ich hier zurück? Wahrscheinlich ja. Deswegen könnte natürlich auch gucken, dass ich hier zurückgehe, wenn sich das bewegt. Gehe ich mal links den Weg lang. Okay. Draufklettern. Obsidianspitzen werden niemals stumpf. Das bedeutet, wenn sie irgendwo falsch springt, war es das. Yo, leck mir am Arsch. Köcher der Wespe. Verschieben Sie bis zu 3 Pfeile, ohne Pfeile aus dem Köcher ziehen zu müssen. Ja, ist klar. Ich brauche einen sicheren Weg nach unten. Och, guck mal an. Und jetzt? Hui!
ich rutsch mit meinen Eiern von Hamburg bis nach Bayern. Und tschüss. Gut. Boah. Jetzt einfach raus hier. Bevor es Aua macht. Na, das habe ich gefunden. Ich hab doch... Oh, scheiße. Sekunde. Okay, gut. Nee, es hat hier eben nach, hat hier eben so ein bisschen verbrannt gerochen. Da wollte ich mal nachgucken, was das ist. Aber ein Mitbewohner hat einfach was verbrannt. Hä? Jetzt ist das jetzt geschafft. Gut, alles klar. Ich will mich nicht beschweren. Sagen, so ein bisschen Bock. Ich meine, wir haben es letztes Jahr gespielt. Hätte ich ja schon auf Shadow of, auf Rise of the Tomb Raider. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin spieletechnisch einfach gerade ausgereizt. Wow! Von daher noch so ein großes Projekt schickt erstmal, obwohl Hidden Time jetzt fast durch ist. Aber ich hätte ja eigentlich die Rise of the Tomb Raider Streams eigentlich runterladen können und direkt dementsprechend zurechtschneiden können. Aber ich muss sagen, ich war da einfach noch nicht so weit. So, wir sind hier fertig. Wunderbar. Was fehlt uns dann noch? Wir müssen eigentlich jetzt nur noch... Ja, wir könnten eigentlich wieder zurück. So ist es.
brauche halt die Felle. Was haben wir hier? Ah nee, von hier kam ich. Okay. Kann ich rechts weiter ins Jagdgebiet? Getroffen. Mist! Er ist nicht runtergefallen. Scheiße. Gut, dann egal. Jo, dann passt das. Komm, Lara, ein bisschen schneller. Gut, was fehlt mir denn noch? 4 von 5 Froschtotems und dezimaler Absturz. Und mit dem muss ich sprechen. Okay, ich würde gerne hier noch mal ganz kurz einfach mal hier ein bisschen rumeiern. Vielleicht noch mal hier lang, weil ich einfach noch mal gucken möchte, ob ich hier irgendwo noch so einen Frosch finde. Weil die sind ja halt schon fast fertig. Es wäre halt schade, wenn ich eine Sache halt vergessen würde. Hier ist die Gerberei. Jetzt geht das Suchen los. Im Let's Play würde ich das wahrscheinlich rausschneiden. Ist halt die Frage. Hm, unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Bin sowieso nicht ganz sicher, wo die Kleine das alles hinsteckt. Na ja, eingesperrt, Justin, ist alles gut. So passiert, wenn ich die abschieße. Nee, das machen wir nicht. Wir machen keine Jagd auf Justins. Vor allem bringt das halt nichts. So. Weißt du was, ich quatsche jetzt erstmal mit Pisco, dass der Kram auch endlich hinter mir ist. Und dann gucke ich da nochmal in aller Ruhe nach. So, Pisco, ich mache jetzt erstmal hier dein Linksbums leer. Oh, Money. Wie kann etwas, das wie ein Flugzeug aussieht, von den Inka stammen? Oh, verstehe. Das sind irgendwelche Insekten. Die Archäologie ist eine diffizile Wissenschaft. Man muss sich in die Denkweise von Menschen und Kulturen hineinversetzen, die schon seit Jahrhunderten tot sind. Menschen interpretieren merkwürdige Phänomene nach dem, was sie kennen. Hätten die Inka Flugzeuge gesehen, hätten sie sie vermutlich für Vögel gehalten. Also sind das hier vielleicht doch keine Insekten. Einige dieser Formen ähneln eher Fischen. Gut. Pisco? Hast du schon mit ihnen gesprochen oder nicht? Ja, habe ich.
Aber du siehst es noch nicht. Sie hatten alle Hoffnung. Du musst dich anstrengen, wenn du das Spiel gewinnen willst, Lara. Hoffnung ist das eine. Aber alle Verstoßenen sind in ihrem neuen Leben aufgegangen, trotz der Umstände. Sogar du, Pisco. Nun, ich bin der beste Patois-Spieler, den Patiti je hatte. Nicht schlecht für einen Toten. Ganz und gar nicht. Nochmal, was hast du gelernt? Ich habe gelernt, dass ein Opfer dein Leben besser machen kann. Dass das Vermächtnis deiner Familie eine Fessel sein kann und du deinen eigenen Weg finden kannst. Liebe ist stärker als der Tod und du musst an etwas glauben, das größer ist als du selbst. Aber letzten Endes kannst du nicht alles kontrollieren. Was du aus deiner Lage machst, das zeichnet dich aus. Gut gesagt, Lara. Und du bist bestimmt nicht tot? Taki glaubt, er hat verloren, weil er Pech hatte. Aber nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Das sehe ich jetzt. Was hältst du von Moreka, der Verstoßenen? Sie hat mich erwartet. Sie schien einiges über mich zu wissen. Ah, sie weiß viel über alles, Ishik. Sie hat wunderbare Sachen in ihrem Laden. Artefakte, die nur die Götter kennen. Ich weiß. Du hattest Glück, sie zu finden. Sie verlässt Paititi häufig, um ihr Inventar aufzustocken. Sie war die optimistischste. Aber natürlich. Bei uns in Paititi sagt man, wir alle erschaffen das Schicksal. Wir bestimmen nicht die Umstände, nur unsere Taten. Eine Lektion, die Taki noch lernen muss. Gut gespielt. Ist schön. Danke, Pisco. Ich bringe Taki die Würfel zurück. Gut, wunderbar. Haben wir noch einiges gemacht. So, dann gehen wir dem Taki wirklich die Würfel zurück. Dann auf der anderen Seite würde ich gerne hier nochmal dieses Überlebensversteck sehen. Und zeitgleich noch die Dingsbums fertig machen. Wie heißt's? Die Schatztruhe öffnen. Und danach will ich vielleicht nochmal zum Händler vorbei, weil ich doch schon recht viel habe. Ach, hol nicht rum, Mutti. Oh, ja, hier sind kranke Leute. Finde ich gut, dass die Lara aus Respekt hier nicht durchrennt. Aber später noch. Ich habe was gefunden. Super. Jetzt fehlt nur noch so ein komischer Sprung. Ah, hier hast du doch einen Händler. Komm. Ja, immer. Steht zum Verkauf. Bis auf Rimax Trommel. Ein gutes Geschäft. Viel Spaß damit. So, Holz würde ich gerne mal die Hälfte so verkaufen. Danke. Von denen habe ich eigentlich... Die habe ich voll. Ein gutes Geschäft. Mhm. Von denen habe ich auch einige. Viel Spaß damit. Mhm. Komm zu mir, wenn du sonst noch... Wie kann ich dir helfen, Lara? Alles steht zum Verkauf. Bis auf Rimax Trommel. So, 5.900. Nee, brauche ich nicht. Danke. So, jetzt hier zurück. Haben wir doch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das gefällt mir ganz gut. Ich würde trotzdem gerne eine Sache noch machen. Ich würde gerne, wenn ich hier schon bin. Super. Schön. Ich mag dieses Sammeln. Habt ihr sicherlich schon gemerkt, dass ich mir sehr, sehr viel Zeit lasse dafür. Vielleicht mehr als gedacht. Oder mehr als ich sollte. Ich habe deine Würfel, Taki. Oh, vielen Dank. Hattest du nicht gesagt, Pisco hätte die Würfel gestohlen? Jeder weiß, dass Pisco stiehlt.
Er hat gesagt, du wolltest ein Spiel spielen und du hast verloren. Er hat mich nicht mehr spielen lassen. Nur noch einmal würfeln und ich hätte gewonnen. Pisco wollte, dass du weißt, dass... Nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Jetzt, wo ich meine Würfel zurück habe, kann ich auch wieder üben. Nochmals vielen Dank, Ishik. Na gut. Wenigstens hat der Kleine seine Lektion gelernt, ist... Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss, dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?